Tief geduckt, wie flüchtendes Wild, angepasst an die letzten Erkenntnisse der Aerodynamik, schießt die Formel-2-Rakete über das Motodrom von Hockenheim. Das Werk der Konstrukteure. 330 PS bringt das Triebwerk auf den heißen Asphalt. Eingezwängt in die Enge des Cockpits, das Gesicht verborgen hinter der Anonymität des Visiers, der Pilot des Gefährts, Stefan Belloff. Hinter ihm Siege. Die Vollgasbranche kreiert ihn als den neuen Formel-2-Star. Die Entdeckung der Saison. Als das Talent des Jahres wird er gehandelt. Den Zuschauern bleibt das Gesicht des Fahrers verborgen. Sie sehen nichts von Bangen, Hoffnung, Freude. Sie wollen ihn in der Arena kämpfen sehen. Rad an Rad. Um Bruchteile von Sekunden. Hat dieser Stefan Belloff Angst? Nein, wenn man das Gefühl hat, man hat Angst oder man macht sich Gedanken während der Fahrt, dass jetzt irgendwie was passieren könnte, dann bin ich der Meinung, dann kann man im Endeffekt das Auto nicht mehr schnell bewegen. Freitag, 2. April, 9 Uhr. Ein jungfräulicher Morgen liegt über den leeren Rängen des Motodroms. Doch die Arbeit der Monteure an den Boxen hat schon begonnen. Auf den Reifen ein für den Laien unverständliches Schrifttum, für den Fachmann im entscheidenden Augenblick wichtig. An den lebenswichtigen Gelenken der Radaufhängung werden Korrekturen vorgenommen. Der erste Trainingstag bringt noch keine Hektik. Man zeigt Gelassenheit und die tausendfach geübten Handgriffe sitzen. Gelassenheit auch bei Stefan Belloff. Im Raum aber die Frage, wie wird sein Auto laufen? Teamgefährte Peter Schindler macht sich für den ersten Trainingslauf fertig. Der Nummer 6 fährt noch ein Dritter im Bunde des Maurer-Rennstalls, Beppo Gabbiani. Hier wird er im wahrsten Sinn des Wortes eingekleidet. Alles passt. Apropos Kleidung, sie ist feuerfest. Die Piloten sind an eine automatische Sauerstoffversorgung angeschlossen, die bei einem Brand eine optimale Versorgung unter dem Helm gewährleistet. Als weitere Sicherheit ist im Wagen ein ebenfalls automatisch arbeitendes Feuerlöschsystem installiert. Für die Rennen gibt es bei Maurer keine Stallorder. Jeder fährt auf Sieg. Und hinter dem Sieg stehen die Sponsoren. Steht Geld. Und Geld ist wichtig in diesem Geschäft. Fast 180.000 Mark kostet das 90 cm hohe Geschoss. Und der schmale Einstieg ins Cockpit verschlingt pro Jahr fast 1 Million. Die Piloten sind auf der Reise. Runde 7 Kilometer misst der Kurs des Motodroms. 3 Bremskurven oder Schikanen sind eingebaut. Sie zwingen die Fahrer von einer Geschwindigkeit von 285 Kilometern pro Stunde in Sekunden auf 60 Kilometer pro Stunde herunterzuschalten. Anspannung in den Gesichtern an den Boxen. Die bange Frage, wie laufen die Wagen?
Eine schnelle und genaue Datenanalyse gibt der Renncomputer. Stefan Bellof kommt an die Box. Teamchef und Konstrukteur erhalten erste Informationen. Neue Anweisungen vom Konstrukteur. Die Stoßdämpfer werden überprüft. Der Hockenheimring ist glatt und stellt nicht so hohe Belastungen an die Stoßdämpfer wie etwa der Nürburgring. Trotzdem Korrekturen am Fahrwerk. Bellof schaut kritisch. Die Abstimmung des Fahrzeugs gefällt ihm noch nicht. Man wird noch daran arbeiten müssen. Überall das gleiche Bild. Der Minardi BMW mit Alessandro Nannini steht an den Boxen. Die Sprache der Hände ist unverkennbar. Das Fahrwerk schlägt durch. Der Wagen schwimmt. Gabbiani ist an den Boxen. Die siedend heißen Bremsen machen Probleme. Es riecht nach ölverkohltem, ausgeglühtem Metall. Die Handgriffe der Mechaniker sind eingeübt auf ein Minimum an Zeit. Denn auch die Helfer an den Boxen entscheiden möglicherweise den Ausgang eines Rennens. Samstag, 3. April. Das Training mit Zeitabnahme läuft. Das heißt, eine gute Zeit für die Piloten bedeutet gleichzeitig eine gute Startposition beim späteren Rennen. Wie ein Schweizer Uhrwerk läuft Bellofs Triebwerk. Der Maurer BMW ist inzwischen optimal abgestimmt. Bellofs schärfste Konkurrenten: der Belgier Thierry Boutsen auf dem schnellen Spirit Honda oder Johnny Cecotto auf dem March BMW. Gefährlich im eigenen Lager Beppo Gabbiani. Da ist die ganze Zeit die Öldrucklampe dann aufgeleuchtet und zum Schluss war er dann voll halt kaputt. Aber für morgen ist alles wieder leid. Ja, für morgen wird es alles schon. Das Geschehen wird hektischer. Die letzte Nacht vor dem Rennen hat begonnen. Der Kampf um die Jim Clark Trophy geht in die vorletzte Phase. Es ist die Nacht der Mechaniker. Die Zeit drängt. Noch einmal werden die Fahrzeuge vollständig zerlegt. Schraubenschlüssel klappern. Schraubenzieher finden zielgerecht die Schraubenkappe. Motoren werden gewechselt und wieder eingebaut. Schlaf für die Monteure? Nein, nein, ein Fahrzeug muss noch ins Fernsehstudio für eine aktuelle Reportage. Die Zeit müssen wir dranhängen. Wir werden uns dann abwechseln. Vielleicht bekommt jeder 2 Stunden Schlaf. Sure, 2 hours, that's enough. April 9.30 Uhr. Der Tag der Entscheidung beginnt bei strahlendem Sonnenschein. Strahlen sollen auch die schweren Boliden. Es wird geputzt. Man ist abergläubisch. Das letzte Quäntchen Staub könnte das Auto um Bruchteile von Sekunden langsamer werden lassen.
10 Uhr. Die Wagen stehen bereit für das Abschlusstraining. Warm-up in der Fachsprache. Belov wirkt ruhig, gibt Autogramme. Wir haben ein paar Fragen an seinen Stallgefährten Peter Schindler. Herr Schindler, 3 Minuten noch vor dem letzten Trainingslauf. Und was denkt man da eigentlich? Gut, man versucht sich zu konzentrieren. Man versucht die Fehler, die passierten Fehler aus dem ersten Training gut zu machen. Und was sind das so für Fehler, wo man? Na gut, man analysiert die Strecke, man schaut vielleicht dort etwas später bremsen, da anders einlenken, um das Fahrverhalten des Autos etwas umzustimmen, wenn man es nicht überhaupt mit der Abstimmung des Fahrzeuges selber hat korrigieren können. Und das ist eigentlich so das, worauf man sich konzentriert. Und kommt ein bisschen Nervosität dazu? Ich glaube, wenn jemand sagt, dass er nicht nervös ist, dann lügt er. Aha. Also das ist jeder, es gibt keinen, der nicht nervös ist. Ne? Da bist du da. Ja, schon, ja. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute bei dem Trainingslauf und gute Chancen dann beim Rennen. Gut, danke schön. Du brauchst einen Schuhanzieher, sagen die Piloten, wenn sie in das enge Cockpit des Monoposto steigen. Bald ist er allein mit sich, den Instrumenten und 5 Gängen, mit denen er das Triebwerk regelt. An den Konstrukteur? Ja, die Antwort wird ihm das Fahrzeug in der nächsten halben Stunde selbst geben. Männer sind nun bereit, den Kampf aufzunehmen, der sich an der Grenze zwischen höchstmöglicher Geschwindigkeit und Sturz abspielt. Denken Sie an den Satz von Wolfgang Berge von Trips, den er einen Tag vor seinem tödlichen Unfall sagte: Es kann dir morgen passieren, so steht es in diesem Geschäft. Du weißt es niemals. Es war auch jener Graf Trips, der einst philosophierte: Die Auseinandersetzung Rad an Rad erfordert ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl dem Gegner gegenüber. Man bedrängt ihn und hat dabei sein Leben ebenso in der Hand wie das eigene. Und man wird nie einen Schritt weiter gehen, als man sich und dem Gegner zutraut. Peter Schindler kommen an die Boxen. Die Zeit drängt. Konstrukteure und Mechaniker übernehmen neue Werte. Noch 4,5 Stunden bis zum Rennen.
Es ist soweit. Die Aufstellung für den zweiten Europameisterschaftslauf der Formel 2 hat begonnen. Bellof in vorderster Startposition. Erstes Rennen wurde gefahren vor 14 Tagen in Großbritannien in Silverstone. Und bei diesem Rennen gab es eine Sensation. Und ich darf Sie bitten, liebe Freunde, knüpfen Sie an diesen Erfolg von Stefan Bellof jetzt nicht zu hohe Erwartungen. Fast verloren wirken die Piloten unter den sonnenschützenden Schirmen. Vergessen ist das Heer der Journalisten, der Helfer, der Fotografen und Filmleute. Wie sagte doch Jim Clark, du darfst sie alle nicht mehr sehen. Du musst einig sein mit dir, dem Fahrzeug und dem schmalen Band der Strecke. 30 Runden, das sind 204 Kilometer, werden sie in einer Stunde durchfahren haben, falls sie das Ziel erreichen. Fast 100 Liter hochoktaniges Benzin führen die Wagen mit sich. Am Schluss des Rennens werden noch 10 bis 15 Liter im Tank sein. Es ist das Inferno der heulenden Triebwerke, der Powered Engines, was auf die Zuschauer niedergeht. Stefan Bellof sieht nur das zugespitzte, sich superschnell erweiternde Band der Piste, den Gegner im Rückspiegel und die Instrumente, die Sieg oder Niederlage signalisieren können. Selten sind sich im Wettstreit Kämpfende so nahe wie zwei Rennfahrer, die mit 200 Kilometern pro Stunde nebeneinander auf eine Kurve zuschießen, fiebernd darauf wartend, dass der Gegner zuerst das Gas wegnehmen will. Überholvorgänge in Zeitlupe. Stefan Bellof führt. Trotzdem, Teamchef Willi Maurer schaut kritisch. Boxinformation an den Piloten. Rundenzeit, Platzierung, Abstand zum Hintermann. Die ersten Ausfälle. Die Rennschlacht fordert ihren Tribut. Die letzte Runde läuft. Stefan Bellof fährt sein Rennen. Kennt er das gequälte Gesicht seiner Freundin? Die letzten Sekunden wären eine Ewigkeit. Sie zeigen uns ein Gesicht, in dem Angst und Hoffnung stehen. Jetzt, Leute, winken, auf geht's! Und die schwarz-weiß gerillte Flagge gehalten. Wieder Stefan Bellof, beide Arme hinter hoch. Unglaublich die Leistung dieses jungen Fahrers. Stefan Bellof hat einen Sport gewählt, der Massen anzieht und den wenige beherrschen. Er ist ein Artist vor dem Sprung aus der Zirkuskuppel, aber ohne Netz. Stefan Bellof hat gesiegt in einem Rennen der Menschen und Motoren. Stand der Österreicher.